Ich rette die Welt heute nicht, denn ich bin nur eine Einzelperson unter fast 8 Milliarden. Ob ich Zug fahre oder fliege, am Arsch sind wir eh. Ich rette die Welt heute nicht, egal wie sehr ich mich bemühe, der Erde nicht zu schaden. Ich weiß, dass ich's nicht hinkriege und das ist okay. Oder nein, es ist eigentlich nicht, aber ich fall allein halt nicht ins Gewicht. Denn selbst wenn ich in den Wald ziehe ohne Strom und mich von Kräutern ernähre, weiß ich, dass das nicht mal ansatzweise ausreichend wäre. Du rettest die Welt heute nicht, dir fehlt es an Macht, Unterstützung, Ideen und Geld. Die Motivation ist nicht mal das größte Problem. Du rettest die Welt heute nicht, und wenn man's korrekt sagt, geht's auch nicht um die Rettung der Welt. Es geht mehr um unser eigenes Schicksal, wenn ich's genau nehm. Aber wie viel zu retten gibt's da, wenn jetzt schon 5 mal 5 vor 12 war? Denn selbst wenn ich mich jetzt umbringe, um nichts mehr zu emittieren, rein theoretisch wird die CO2-Bilanz ja doch kaum profitieren. Und wer sagt, du kannst doch hier nicht so destruktiven Fatalismus in die Welt setzen? Doch. Könnte ich, aber ja, richtig. Und ja, jetzt kommt der Punkt, an dem das Lied doch wieder bricht. Denn ganz so einfach ist das mit dem Welt nicht retten nicht. Ich rette die Welt heute nicht. Leute, ich kann mich an schlechten Tagen kaum zum Duschen aufraffen. Aber immerhin hab ich damit einmal schon Wasser gespart. Ich rette die Welt heute nicht, aber wir probieren ständig Zeug, das wir höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Und für schlechte Gewissen wären nicht probieren auch ziemlich hart. Und vielleicht rette ich nicht mal mich, aber das Ende ist das noch nicht. Denn ich glaube, was ich in Wirklichkeit mit all dem meine, ist, ich rette